Bis hier war er so zufrieden am Sonntag mit der Reihe. Dominik Grafentin, Krumensch und Alex Höller. Ja, so würfeln jetzt doch nochmal ein bisschen durcheinander hier. Ja, versucht einfach nochmal neue Impulse zu setzen. Und Tor! Tor! Alex Höller! Ja, aus dem Gefühl heraus etwas glücklich entstanden für Dresden. Ja, dann links an Jan Gurista vorbeigeschossen. 14 Minuten und eine Sekunde genau gespielt. Und die Dresdner Eislöwen. Gehen mit 1:0 in Führung. Ja, etwas aus heiterem Himmel, Robin. Es hat sich hier nicht angedeutet in den Spielen im Tor. Nicht wirklich, nee. Aber dann, wie gesagt, aus dem Gewühl heraus. Krumensch im Liegen. Und Tor! Aber kein Tor. Ging vom Schlittschuh aus oder ja, aber als Kickbewegung. Keine aktive Kickbewegung. Ja, der Schiedsrichter legt so aus. Interessant gewesen. Das Ganze nochmal zu sehen, aber er hat sofort darauf entschieden, dass kein Tor war. Genau, aber er kann sich natürlich auch nochmal den Videobeweis angucken, wenn er möchte. Ja, bin ich gespannt, wie jetzt reagiert. René Kramer ist ja nochmal beim Hauptschiedsrichter. Ja, aber es sieht aus, er wird zum Videobeweis gehen. Ja, also von unserer Position aus sah es so aus, als wenn es keine aktive Kickbewegung da im Spiel war. Ja. Aber wir lassen uns natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Ich sag mal, wenn der Spieler auch schon bremsend in diese Bewegung reingeht, kann das auch schon so gewertet werden als kein Tor. Somit warten wir es mal ab. Die Linienrichter und der Hauptschiedsrichter beraten sich nochmal. Wie gesagt, der Ablauf jetzt so ein. Linienrichter geht mit dem Hauptschiedsrichter in den Raum zum Videobeweis. Aber erwähnenswert auch in der Szene, dass Arthus Krumm ja schon fast im Fallen so einen Pass noch spielen kann. Ja, muss man sagen, Hut ab. Schiedsrichter kommt zurück, kein Tor. Ja, wir gucken es uns natürlich in der Wiederholung nochmal an, in den Highlights. Jetzt ist der Hauptschiedsrichter bei Bill Stewart da, erklärt ihm das Ganze nochmal. Also es geht beim Spielstand von 1:0 für die Dresdner Eislöwen weiter. 2 Minuten 33 im Mittelabschnitt hier noch auf der Uhr. Markus Götz. Pass, Rayala mit viel Geschwindigkeit, überläuft der Zauner. Ja, da schöne gehakt. Szene und Strafe gegen Dresden. Genau, Sebastian Zauner. Penalty wird es geben. Na, das ist jetzt natürlich aus meiner Sicht eine fragwürdige Entscheidung. Genau, weil er aus meiner Sicht nicht der letzte Mann war. Aber Baldneu nimmt das natürlich gern mit. Ja, Rayala hat da Zauner überlaufen, Zauner hakt, das hätte man auf jeden Fall pfeifen müssen, ganz klar. Aber Penalty, fragwürdig. Ja, und jetzt das Duell. Juso Rayala gegen Hannibal Weizmann. Rayala mit viel Schwung. Und ja, über das Tor. Über das Tor, da musste Hannibal Weizmann noch nicht mal eingreifen. Ich glaube, er war mit der Fanghand dran, glaube ich sogar noch. Also Spielstand weiterhin 1:0 für Dresden. Ja, schön zu sehen, wie sich Hannibal Weizmann freut. Passing an die Blaue zu Kranz. Bad Nauheim, 10 Sekunden noch bis zum Abschluss. Ja, Dresden bringt die Scheibe da nicht raus. Scheibe nochmal abgefälscht, letzten 5 Sekunden. Und das ist raus. Der Sieg für die Dresdner Eislöwen. Und damit bleiben die 3 Punkte in Dresden. Und Hannibal Weizmann mit seinem 3. Shootout in der Saison. Ja, 2 offensiv eher schwache Mannschaften, muss man ganz klar sagen.